Hallo und herzlich willkommen zu einem How-to-Tech-It. Ja, nach einer etwas längeren Pause melde ich mich mal kurz zurück, sage ich jetzt mal. Und zwar habe ich ein bisschen rumprobiert mit Computercraft und Turtles. Wie ihr wisst, bin ich ja eigentlich in der Geschichte oder in dem Teil von Tech-It noch nicht sehr gut vertreten. Dadurch, dass ich halt nun mal Informatik jetzt studiere, hat sich die Sache natürlich ein bisschen geändert. Und zwar habe ich jetzt aus dem Stegreif mal ein Programm geschrieben, was uns sozusagen erlaubt, automatisch Bäume abzuholzen. Das kennt man eigentlich. Es gibt auch schon da sehr ausgereifte, fertige Programme dafür, aber ich wollte jetzt einfach mal selbst eins schreiben und euch das näher bringen und vielleicht, dass man so das eine oder andere vom Turtle ganz gut verstehen kann. Wie habe ich mir das beigebracht? Zum einen mal lua.org, mache ich unten einen Link rein, und zum anderen Computercraft Wiki mache ich auch einen Link rein, und da steht eigentlich so gut wie alles drin, was man wissen muss. Also ich demonstriere jetzt mal kurz, wie das Ganze funktioniert. Ich habe das Programm einfach fertig geschrieben schon, und jetzt muss ich das nochmal starten. So. Und ja, der Turtle baut praktisch den Stamm ab und sucht sich immer wieder genau den Stamm, und so geht das Ganze durch bis ganz oben. So, und dann fährt er wieder zur Ausgangsposition runter. Und hier hat er jetzt Gras gesetzt. Das liegt daran, dass ich habe noch kein Argument dafür eingebaut, dass wenn jetzt hier an der Stelle kein Sapling ist, dass er dann aufhören soll, sondern er würde praktisch den Sapling setzen, Bone Meal, und dann wieder gleich weitermachen, so lange, bis er keine Saplinge mehr hat. Also, das ganze Programm ist jetzt eigentlich relativ einfach. Das kann ich mir jetzt hier mal anzeigen lassen. Das ist unter Test. Und wenn ich jetzt hier unter Test reingehe, dann sieht man hier mein Programm. Also ich werde jetzt Schritt für Schritt so erzählen, was ich hier jetzt gemacht habe und wieso und weshalb. Und naja, also ich habe hier am Anfang mehrere Variablen definiert, mit denen ich halt arbeite. Und da gibt es halt verschiedene Nummern, also Nummern sind sozusagen Zahlenvariablen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob man hier auch andere Namen dafür hernehmen kann, aber jedenfalls habe ich jetzt hier immer Number hingeschrieben, wenn es eine Zahl ist, und wenn es ein Boolean ist, dann habe ich hier halt eben Boolean hingeschrieben. Noch eine Kleinigkeit zu den Unterschieden: ein Boolean besteht, deren Wert ist immer nur true oder false. Eine Number in dem Fall hier ist eine ganzzahlig positive Zahl. Hier habe ich jetzt die erste Schleife. Die Schleife läuft so lange, wie mein Bool true ist. Das heißt, das Bool wird sich im Laufe der Schleife eben ändern. Da kommen wir gleich noch dazu. Also, was ihr jetzt zu dem Zeitpunkt wissen müsst, ist, dass das einfach mal hier läuft. Und ja, dann geht das als erstes hier los mit einer If-Anweisung, und die testet eben, ob der Turtle detected. Das bedeutet, ist ein Block vor dem Turtle, dann soll er praktisch hier das hier ausführen, was in der If-Anweisung steht. Das heißt, nur wenn, also ich wiederhole es jetzt, glaube ich, nochmal, nur wenn ein Block sich vor dem Turtle findet, ey, die machen mich fertig hier, echt. Oh. Sterbt, bitte. Oh Mann, geh weg, Alter.
Ja, doch, ich war im Kreativ. So, Entschuldigung, echt. Also, die Dinge haben mich jetzt gerade fertig gemacht. Nur wenn jetzt vor dem Turtle ein Block ist, wird das hier sozusagen ausgeführt. So lange bis. Moment, irgendwo müsste es kommen. So lange bis ein End kommt. Das heißt, das hier drinnen wird alles ausgeführt. Das sieht hier jetzt ein bisschen dämlich aus, wegen diesen Einrückungen. Ich habe das eigentlich in Notepad geschrieben. Ich kann das. Auch dann hochladen, dass ihr es runterladen könnt. Da sieht es ein bisschen besser aus. Auf jeden Fall läuft das hier so lange durch, bis wir eben bei dem ersten, bis zu dem End hier kommen. So, das heißt, er tut erstmal graben, Turtle Dick gräbt, dann gibt er aus, wir gehen nach oben und er geht nach oben. Wenn er das gemacht hat, dann setzt er Number High. Number High ist mein Zähler für die Höhe um 1 nach oben. Dann gräbt er wieder und warte mal, jetzt bin ich hier gerade ein bisschen verwirrt. Ja. Doch, passt. Also das ist sozusagen die Anweisung, wenn sich über dem Turtle nichts befindet, soll er getrost nach oben graben. Dann gibt es hier eine weitere Anweisung, das ist else if. Else if bedeutet praktisch, wenn das nicht, dann, also wenn das hier nicht zutrifft, dann teste das hier. Da testet er jetzt, ob sich eben ein Block über dem Turtle befindet. Und dann soll er so lange, wie sich, also hier ist wieder eine Weilschleife, dann soll er so lange, wie sich ein Block über dem Turtle befindet, sich nach hinten bewegen und mit Number 1 mitzählen. Number 1 ist in dem Fall der Wert, wie weit wir uns vom Stamm entfernen. Und gleichzeitig soll er dann so lange bool up auf true setzen. So, das endet hier. Und ich weiß jetzt gerade nicht genau, wozu wir Bool Up brauchen, aber das wird sich wohl gleich zeigen. Ah ja, genau, das brauchen wir hier. So, dann bewegt sich der Turtle nach oben. Das heißt, er ist jetzt gerade an der Kante von den Blättern angekommen, geht da nach oben und setzt Number High wieder eins. Also wir sind ja eins nach oben gegangen, das heißt, er setzt Number High auch eins nach oben. So, und jetzt kommt eine Schleife, die zählt Number 2 so lange, also das läuft so lange, bis sozusagen Number 2 gleich Number 1 ist. Und das ist jetzt die Schleife, um wieder an den Stamm hinzukommen. Das heißt, wir graben einmal, gehen nach vorne und setzen Number 2 um 1 nach oben. So, das heißt, hier wäre dann, würde es wieder weitergehen mit Number 2 mit der Wertigkeit 2. Und das halt so lange, bis die Wertigkeit von Number 2 gleich Number 1 ist. Und dann befinden wir uns in der Regel, also eigentlich befinden wir uns dann wieder am Stamm. So, das soll dann hier aufhören. Und dann wird Number 1 und Number 2 0 gesetzt und bool up wieder auf false. So, jetzt bin ich gerade hier noch kurz am Überlegen, warum wir bool up eigentlich benutzen. Kann ich jetzt aus dem Stegreif nicht genau erkennen. Aber es wird schon seinen Grund haben. Ja, eigentlich hat es keinen Sinn. Also bool up könnten wir weglassen. Jo. Dann geht's weiter mit einem Else-Befehl. Das ist eigentlich dann schon das Ende der Fahnenstange. Das heißt, wenn wir ganz oben angekommen sind, würde das sozusagen erst anspringen. Das heißt, dieses Ding hier, also bis hierhin läuft es immer wieder durch. Nee, bis hierhin läuft es immer wieder durch. Genau, nee, bis hier unten hin läuft es immer wieder durch. Durch den ganzen Zyklus. Und so lange, wie wir nicht oben angekommen sind,
macht er praktisch weiter. Das Kriterium für oben ankommen wäre praktisch, vor sich nichts mehr zu haben und über sich nichts mehr zu haben. Dann würde dieses else anspringen. Dann printet er gleich end aus. Und hier ist jetzt eine Schleife, die uns wieder bis zum Boden herunterführt. Also number high finish, number high. Da sieht man schon hier in der Schleife ist ein Turtle Down und number high finish immer plus 1. Und hier hinten müsste eine 1 sein. Ja, hier ist eine 1. Das heißt, er läuft so lange nach unten, bis, also je nachdem, wie hoch wir gezählt haben. Wir haben ja eine Höhe mit number high gezählt und er wäre dann praktisch wieder unten am Boden. Oh, ultra kompliziert. Auf jeden Fall sind hier dann noch ein paar Befehle. Er selected praktisch den Gegenstand im ersten Register und placed ihn und selected dann den im zweiten Register und placed ihn. Und was war das hier? Genau. Wenn jetzt die Saplinge, hier steht Number gleich Saplinge, Number Sapling gleich Turtle Get Item Count, wenn hier praktisch keine mehr drin wären, dann würde das hier eine 0 zurückgeben und das in Number Sapling speichern. Und wenn jetzt Number Sapling gleich 0 ist, dann wird unser Bool auf False gesetzt und ganz oben steht, wenn unser Bool false ist, dann macht es hier nicht mehr weiter. Das heißt, sobald hier keine Saplinge mehr drin sind, wird unsere Schleife sozusagen beendet. Okay, das war jetzt alles ganz kompliziert. Vielleicht kann man das jetzt nochmal demonstrieren, damit es ein bisschen einfacher ist. So, wir exiten das jetzt und starten unser Programm. Und zur Erklärung, warum das jetzt passiert ist: Er hat jetzt praktisch die kompletten also Arbeitsschritte übersprungen, weil er ja vor sich und über sich nichts hatte. Das heißt, er hat einfach einen Baum gesetzt. Jetzt sollte hier natürlich nichts mehr drin sein und deswegen hat er gleich beendet. So, wenn wir dem jetzt hier einen oder auch zwei geben, wir geben jetzt mal zwei und wieder Test starten, dann fängt er natürlich jetzt an. Weil das ist jetzt natürlich hier Fail. Das ist natürlich nicht gewollt gewesen. Ah! Okay. Okay. Okay, das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Und zwar war hinter dem Turtle ein Block. Und dadurch, dass hinter dem Turtle ein Block war, der hier gerade mega gefailt. Und dadurch sind natürlich jetzt alle Parameter durcheinander gekommen. Und hier sieht man jetzt auch schon, dass er abspackt. Ja, das tut mir jetzt leid, dass das jetzt gerade so blöd gelaufen ist, aber ja, ab und zu sind nun mal unvorhergesehene Sachen. Und das ist halt jetzt sowas, dass man aufpassen muss, dass er sich jetzt eben nicht blockieren würde. Eben dadurch, dass hinter dem Turtle ein so ein Grashalm war, hat er eben blockiert und ja, ist halt scheiße gelaufen. Das Programm ist halt auch nicht darauf ausgelegt gewesen für so einen Fall. Das wäre halt jetzt dann was für die Zukunft zu sagen, ja, wir ändern das sozusagen, dass wir sowas machen können. So, das Programm sollte jetzt eigentlich funktionieren und uns keine komischen Aktionen mehr liefern. Ja, jetzt sollte er auch den neuen wieder setzen und anfangen. Naja, eben nicht anfangen, weil er nichts mehr im Inventar hatte. So, wir können ihm auch gleich mal ein bisschen mehr geben, dass wir das jetzt mal auch sehen, dass es in der Schleife funktioniert. So, jetzt kommt er wieder runter und setzt. Das macht er jetzt, wie gesagt, so lange, wie er hier Saplinge im Inventar hat. Und das ist eigentlich auch schon alles.
wie gesagt, ich lade die Dinger hoch und dann kann man das einfach kopieren, wenn man es nicht selber schreiben möchte. Aber ich würde es jedem empfehlen, das mal zu versuchen mit den Schleifen, und es ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Und der kommt jetzt auch wieder runter und der macht immer so lange weiter, bis wir hier leer sind sozusagen. Jetzt habe ich ihn natürlich blockiert, jetzt sollte er wieder abspacken. Ja. Ein guter Zeitpunkt, um aufzuhören. Oh Mann. Echt, also. Naja. Also man sollte ihn nicht blockieren. Das wäre jetzt halt mal noch was ganz praktisch wäre, was sowas einzubauen, dass wenn wir ihn blockieren, dass das Programm sozusagen stoppt. Also das wäre jetzt sowas, was ich jetzt dem Programm noch hinzufügen würde. Ja, okay. Das können wir jetzt, müssen wir eigentlich nicht jedes Mal so machen. Ja, so geht's auch. Okay, ich hoffe, ich habe euch jetzt hier nicht allzu gelangweilt, sondern wahrscheinlich eher ein paar Lacher erzeugt. Ich hoffe, ihr konntet verstehen, wie ich das gemacht habe, und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss!